Wir sind im letzten Jahr schon auf den Tian gestiegen und haben ein Video daraus gemacht. Auch dieses Jahr sind wir wieder zur gleichen Zeit unterwegs. Die erste Etappe bis zur Schmidtneralp machen wir das Mal aber nicht zu Fuß, sondern mit dem Velo. Also für mich war es heute Streckenrekord. Ich glaube, ich war noch nie so schnell hier oben. Nach 700 Höhenmetern ist da eine Station für unsere Bikes bei der Alp A4. Die nächsten 700 Höhenmeter bis zum Gipfel vom Tiaun geht es weiter zu Fuß. Ja, spitze. Unsere erste Bike-and-Hike-Tour auf den Tiaun. Einfach genial. Auch wenn es ein bisschen frisch heute ist, aber besser zu kühl als zu warm, würde ich sagen, oder? Ja.
warm angezogen, du Fink. Wir sind wieder in Schmitten gelandet. Und ich muss sagen, ja, ich bin stolz auf mich. Also das erste Mal, dass wir mit dem Fahrrad zur Alp Appiein und von dort aus auf den Tiaron raufgewandert sind. Ich muss sagen, das ist eine tolle Kombination. Man ist wesentlich schneller oben, ist nicht so eine lange Lauferei. Ja, vor allem bergab geht es deutlich schneller. Und ich bin total stolz auf mich, dass ich das heute geschafft habe, auch noch über Akla zu fahren. Ich bin nämlich nicht wirklich ein Profi, was Downhill-Abfahrten betrifft. Aber das hat heute richtig Spaß gemacht. Können wir wieder machen.